Nach einem Jahr intensiver Restaurierungsarbeiten kommt es zurück in die alte Pinakothek. Gerade noch rechtzeitig zur großen Ausstellung über florentinische Maler der Renaissance. Wahrscheinlich ist es Millionen wert. Die Beweinung Christi von Raffaellino del Garbo. Für Restauratorin Ulrike Fischer ein bewegender Moment. Sehr, sehr schön. Jetzt steht das Bild auf der Staffelei. Die Besucher sind eingeladen, sehr nah ranzutreten. Und dann können sie sich diese Zwischenzustände angucken und auch nachvollziehen, welche Arbeitsschritte hinter dieser Restaurierung stecken. Von Teilen des Werks wurden alte Übermalungen und Retuschen entfernt. Abgeblätterte Stellen, Flecken sind zu sehen. Ungewöhnlich für eine Ausstellung. Ein Experiment. Das Münchner Museumsviertel vor über einem Jahr. Direkt gegenüber der alten Pinakothek liegt das 1937 gegründete Dörner-Institut, wo der Raffaellino del Garbo restauriert werden soll. Erste Besprechung der Institutsleitung. Sondern dass wir eben uns überlegen müssen, wie vermitteln wir unsere Herangehensweise an den Ausstellungsbesucher. Das ist jetzt etwas, was wir so in dieser Form auch noch nicht gemacht hatten. Die Idee? In Bildausschnitten die Arbeit der Restauratoren sichtbar machen. Andrea Funk leitet das Projekt. Was hier das Besondere ist, ist eben dieses an einem Punkt zu stoppen, zu sagen, eben in dem Zustand zeigen wir das Werk jetzt. Das ist eher ungewöhnlich. In der Regel werden fertig restaurierte Objekte gezeigt, was wir an anderen Stellen in der Ausstellung auch tun. Vor der Therapie kommt die Diagnose. Mit der Röntgenfluoreszenzanalyse wird das komplette Gemälde gescannt, auf das Vorkommen einzelner chemischer Elemente untersucht. Vor 500 Jahren war Bleiweiß ein gängiges Pigment. Blei findet sich daher fast überall. Das ist die Verteilung von Calcium. Und so sieht das Eisenbild aus. Echtes Gold im Heiligenschein und im Kreuz über dem Kopf. Die Chemikerin Heike Stieke. Wenn Sie jetzt Titandioxid plötzlich entdecken, was ist dann? Dann weiß ich, dass es eine moderne Retusche aus dem 20. Jahrhundert ist. Denn Titanweiß wird erst seit 1910 verwendet. Solches Detailwissen wurde immer wieder Fälschern zum Verhängnis. Das Dörner-Institut ist nämlich nicht nur für Forschung und Restauration zuständig. Hier arbeiten richtige Kunstdetektive. Heike Stege war 2011 an einem spektakulären Fall beteiligt. 6 Jahre Haft für den Hauptangeklagten im größten Kunstfälscherprozess der Nachkriegsgeschichte. Der Fälscher Wolfgang Beltracchi hatte angeblich verschollene Werke namhafter Expressionisten wie Campendonk oder Pechstein gemalt. Beltracchi fälschte meisterhaft, machte aber einen entscheidenden Fehler. Er verwendete ein modernes Pigment, das zur Entstehungszeit des Bildes noch gar nicht verwendet wurde. Gerade wenn Fälschungen sehr, sehr, sehr gut und nicht plump gemacht sind, dann müssen wir eigentlich auch schon unser ganzes Wissen und Können und unsere technischen Möglichkeiten hier aufbieten, um das dann auch sicher und juristisch einwandfrei nachweisen zu können. Insofern ist es schon auch ein faszinierender Teil unserer Arbeit hier. Zurück zum Raffaellino del Garbo. Nach Monaten kann die Restaurierung seiner Beweinung Christi endlich beginnen. Ulrike Fischer will hören, was ihre Kollegin Eva Ortner zu den Schäden meint. Also es hat sich hier die Grundierung zusammen mit den daraufliegenden Farbschichten vom Untergrund von der Holztafel abgehoben. Wir haben hier so dachförmig aufstehende Schollen. Was tun mit den abgehobenen Schollen? Ob man sie zum Verschwinden bringen kann? Man sollte die Schollen fixieren und es ist natürlich ganz schön, wenn man sie auch wieder flacher in die Ebene bekommen könnte. Dabei besteht aber immer die Gefahr, dass Kanten brechen oder dass man Schollen deformiert. Und das machen wir auf keinen Fall. Ihre Kollegin Caroline Vogt-Apitz macht sich bereit.
Okay. Mit Lösungsmittel getränkten Wattestäbchen muss ganz vorsichtig als erstes der alte Firnis abgetragen werden. Die Stellen sollen frei sein von nachträglichen Veränderungen und allen Übermalungen, die angebracht wurden, seit König Ludwig I. das Gemälde in Italien gekauft hatte. Also hier löst sich jetzt schon auch eine Retusche. Sie muss mit viel Fingerspitzengefühl arbeiten, damit nicht versehentlich die Originalschicht mit abgelöst wird. Auf dem Bild sollen Fenster entstehen, durch die der Ausstellungsbesucher später einzelne Schritte der Restaurierung sehen kann. Also hier ist in der gesamten Fläche der Firnis abgenommen. Auf der linken Seite sind Retuschen noch belassen, alte Retuschen. Hier sind diese bereits entfernt, deshalb eben die hellen Flecken, die darunterliegenden Kittungen zeigen. Der Kitt war dazu da, vor dem Retuschieren Unebenheiten auszugleichen. Vergleichbar dem Spachteln von Roststellen vor dem Lackieren am Auto. Also, pass auf. Wo der Firnis abgetragen ist, kann Frau Vogt-Apitz mit dem Festigen beginnen, mit der eigentlichen Konservierung. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob die Okulare... Ich bin auch noch nicht an der richtigen Stelle. Nee, also diese Fehlstelle, die ist halt zufällig jetzt auch hier, aber dieser Bereich hier ist gelockert. Dünnflüssiger Leim soll neuen Halt bringen. Also ich trage den jetzt hier relativ flächig auf diesen Bereich auf und hoffe, dass er eben irgendwelche kleinen Risse findet. Ja, und das passt zum Glück auch wieder ineinander, weil manchmal hat man das Problem, dass die aufstehenden Malschichtschollen, wenn man sie niederlegt, überlappen. Weil das ist ja eine Holztafel, die ja auch sich über die Jahrhunderte bewegt und vielleicht eben auch ein bisschen geschrumpft ist, sodass die Malschicht dann vielleicht nicht mehr genügend Platz hat. Also ich denke, es lohnt sich absolut, weil es ist, wir arbeiten natürlich wirklich für künftige Generationen, für den Erhalt dieses wertvollen Werkes, dieses Kulturguts, und zwar wirklich mit Langzeitperspektive. Wir denken nicht innerhalb unserer kurzen Lebensphasen, Zeiträume, sondern wirklich, wir möchten, dass in 100, in 200 Jahren dieses Bild auch noch betrachtet werden kann. Heute ist also der große Tag, wo wir nach monatelanger Arbeit an diesem Gemälde es vom Dörner-Institut rüber in die alte Pinakothek in den Ausstellungsbereich bringen. Das sieht sehr gut aus. Ist das eigentlich ein Moment, wo man ein bisschen nervös ist? So, oder? Ja. Immer wenn die Bilder bewegt werden, ist es natürlich ein bisschen kritischer Moment, vor allem bei so schweren Holztafeln. Schwer ist auch die neue Schutzglasscheibe vor dem kostbaren Gemälde. Eigentlich reißt das Bild nur 500 Meter weit. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Transport ist rüber in die alte Pinakothek, müssen wir natürlich gucken, dass die Werke gut geschützt sind. Florenz und seine Maler, von Giotto bis Leonardo da Vinci, heißt die Ausstellung, in der das Gemälde zu sehen sein soll. Wegen der Schäden war es lange nur im Depot der alten Pinakothek eingelagert. Vorsicht oben, ja, sieht gut aus. Restauratorin Ulrike Fischer fühlt sich als erste Besucherin der Ausstellung. Schön für sie, mal vor einem Bild zu stehen, das die unendlichen Mühen der sonst immer im Hintergrund arbeitenden Restauratoren sichtbar macht. Und hat sich's gelohnt? Sehr gelohnt, ja. Nach der Ausstellung wird das Gemälde fertig restauriert. Für die nächsten 200 Jahre.